Hallo zusammen. Hi. Ja, es geht weiter mit Dark Souls 3 und vielen Dank an Source für den Kommentar und den Hinweis, der mir tatsächlich in gefühlten 400 Durchläufen nie aufgefallen ist. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Ball hier zu vernichten. Wir sehen da schon das Skelett mit Hut. Ein Skelett mit Hut? Es ist vollkommen nackt, aber es hat einen Hut. Hey, Stil. Dass diesen Ball der Skelette kontrolliert. Wenn wir das Ding hier töten... Natürlich muss er erstmal getriggert der werden. Der hat den Hut auf. Ach, das ist doch. Genau. Unverschämt. Ja, da merkt man, wie selten man sich irgendwie umdreht, wenn man irgendwo reinläuft. Ne? Ich bin hier einfach immer nur durch und so schnell es geht. Ah, oh, schön. Jetzt rennt er weg, der Hund. Die R1-Taste geht nicht. Jetzt haben wir dich doch gesehen. Ja, das geht doch. Hier, pass auf. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Machen wir mal. Oh mein Gott. Hallo? Wo nimmst du das überhaupt her, was du da wirfst? Ja, ne? Ist cool. Eieieiei. So, das Skelett mit Hut ist tot. Der Ball der Skelette ist auch weg. Der Skelettball. Und dafür haben wir einen untoten Knochensplitter bekommen. Ach, krass. Vielen Dank noch einmal für diesen tollen Hinweis. Wirklich. Schau an. Ja, siehst du mal. Also manche Leute sind wirklich aufmerksam. Die gucken in jeder Ecke nach. Ja, super. Und dann kriegen sie auch einen Knochensplitter dafür. Aber finde ich auch immer gut. Also mir gefällt das nicht so, wenn man irgendwie in alle Collectibles so reingeführt wird. Ja, sowieso nicht in Dark Souls, ne? Also deswegen, ja. Ach ja, genau. Manche hiervon sind mit diesen... Ja, danke sehr. Das sind die schönsten. Ach, die kleinen sind das, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob... Kannst du einfach mal einmal komplett durchrollen hier und dann... Hui. Dann bist du sowieso schneller als die Scheißdinger. Mhm. Genau, die kleinen verschlossenen sind das. So. Da sind die bösen Seelen sind versteckt. Der Milchring. Was, ein Milchring? Ja, stand da. Das ist aber irgendwie, klingt irgendwie unangenehm. Das gefällt mir irgendwie gar nicht so. Ich möchte keinen Milchring. Hm. Ah, der ist aber entspannt, der eine Kerl. Ja. Dem ist halt erstmal noch egal. Ey, wo geht der hin? Hallo. Der hat das Delegieren gut gelernt. Der sagt erstmal, ich lass erstmal die Jungen hier, arbeiten. Nur wenn ich muss. Und guck, jetzt liegt er auch auf dem Rücken noch direkt. Aber wirklich schon Faulheit hat er gelernt. Juhu! Verdammt nochmal. Also das gehört einfach dazu, dass wir hier sterben. Ja, das ist, Tradition. Genau an dieser Stelle ist auch jeder Spieler einmal gestorben, mindestens. Ja. Ohne Schild. Ohne Schild. Obwohl, diese scheiß Seelen, die kann man ja sowieso nicht blocken. Ja. Die hätten einen auch dann irgendwie noch erwischt. Deswegen eigentlich ja dann cooler, wenn man kein Schild hat, weil dann hat man nicht diese falsche Sicherheit. Weil das hat mich mehrmals schon erwischt. Ja. Dass ich gedacht habe, oh, okay, ich kann blocken, aber dann kommt trotzdem der ganze Schaden durch, weil es irgendwie Seelenschaden ist, also oder beziehungsweise magischer Schaden und Feuerschaden und irgendwas anderes. Finde ich gemein, aber gut. Ja, schon. Hey. Hui. Sag mal, hast du deinen Knochen da rechts liegen lassen, Junge? Sei vorsichtig damit. Die kommen sonst noch weg. So, das Ding müsste jetzt auch eigentlich für immer tot sein, glaube ich. Für immer, immer? Immer, immer. Nein? Ja, es ist für immer tot, ich sehe es. Nur leider ist es halt ein Skelett, so heißen, also es ist auch untot. Deswegen ist es dem auch egal. Ja, wohl wahr. Hey, Hutmensch. So, jetzt können wir noch kurz warten. Oder? Wie macht der das? Runter? Warum können wir den Hut nicht looten und dann selber so einen schönen Ball benutzen? Doch, da kommt er. Boom. Schade, dass es so schnell weg ist. Jetzt haben wir es auch nochmal gesehen. Ist doch schön. Der hat seinen Kopf verloren. Oder vergessen vielleicht auch. Ah, braucht er nicht. Nee, ich seh's. Ist alles Muscle Memory hier mit dem Schwertkampf. Ja. Müsste er nicht nochmal aufstehen? Wer macht denn da alle Sachen kaputt? Nicht? Okay, dann nicht. Oh. Der wirft aber mit all seiner Kraft. Ja.
Das ist schon nicht schlecht. Er hat bestimmt mal Baseball gespielt oder sowas. Probieren wir das nochmal. Warum bist du da nicht auf den Schalter gelaufen? Das ist ein schöner Schalter. Ich weiß. Das muss frustrieren, wenn du da nicht ein einziges Mal drauf triffst. Ja. Hoffentlich. Der arme Junge. Der hat, glaube ich, keine Seelen gedroppt. Das heißt, der müsste eigentlich nochmal aufstehen. Ja. Stehen Sie bitte auf. Ja, der hat das noch nicht so gelernt mit dem Sekiro. Da muss man eigentlich warten, bis der Gegner wegläuft ein bisschen. Weil wenn man direkt wieder aufsteht, dann kriegst du sofort wieder auf die Fresse, ne? Oh. Oh. Ja, das stimmt. Aber gut, damals war das Spiel auch noch nicht draußen, also... Ja, der konnte es noch nicht wissen. Konnte es noch nicht wissen. Gut, das hätten wir dann. Ach ja, genau, sind da noch mehr? Sind noch mehr? Wie viele Skelette sind denn in diesen Katakomben? Guck mal auf den Boden, ja? Ja, das ist doch nur Sand. Ah ja. Das sind Holzspäne von das sind alles, alles so Heimwerker. Wow. Danke. Die kennen das doch schon. Die kennen genau die Beinstellungen, die sie brauchen, damit sie da nicht getroffen werden. Offensichtlich. 100 Jahre haben sie das geprobt. Ja. Und 99 Mal haben sie es verloren. Ja, aber es macht ja nichts, sie sind ja untot. Ja. Nochmal? Schluss mit der... So, das war's. Tja, da sieht man, wenn man keine Muskeln hat, dann kann man auch das Schild nicht halten. Das ist natürlich das kleine Nachteil vom Skelett sein. So. Ja. Gut. Sehr gut, ich freue mich. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Bis jetzt. Sollst du nicht da reinfallen, ne? Doch schon. Nein, nein. Das ist ganz schön da unten. Mhm. Glut macht Mut. So. So, hier ist nochmal so ein Skelettball. Der Ball der Skelett. Ist auch nochmal so ein Hutmensch? Ja, irgendwo. Ich hab's. Wo ist die Hutsau? Okay. Hier ist erstmal ein Bonfeuer, ein Leuchtfeuer. Yes. Ah, das wir haben gut. Es geschafft. Mhm. Rechts vor links. Nur leider. Das sieht aber auch sehr unangenehm aus, was die da machen mit ihrem Ball. Ja. Ey, das ist eine Einbahnstraße, du. Alter Hund. Hey, Randmensch. Ach ja, die Ratten. Damals waren sie noch cool in Dark Souls 1. Ja. Voll mit Humanity. Da, guck. Ein Hut? Da ist der, der den Hut aufhat. Das ist aber auch ein schicker Hut. Ich würde den gerne selber besitzen. Oh. Gehen wir mal kurz runter. Gehen wir noch mal kurz runter. Zu den Ratten. Fragen wir nochmal nach. Hm? Der Meister des Entkommens. Oh. Tja, du Loser. Ach, ich drücke mal B, weil ich A drücken will. So. Ja, das machen viele. Ja. Oh. Das ist aber schon traurig, was der da macht. Ach ja, hier ist auch noch so ein Schalter. Stand der da drauf die ganze Zeit? Ich stand da drauf. Ja, aber er? Nein. Der stand auch da in der Nähe. Nein. Vielleicht stand er da drauf und das war so ein Deadman-Switch. Das heißt, wenn er stirbt, dann geht der Schalter wieder nach oben und dann... Dann geht das los mit der Falle. Achso. Also genau dann, wenn du zu bluten kommst, wirst du gestochen von dem Pfeil. Finde ich ja eigentlich ganz smart. Ja. Das war bestimmt sein Plan. Genau. Hä? Oh. Was war das denn für ein Move? Das war irgendwie so ein Taunt oder was? Das ist doch kein Multiplayer-Spiel hier. Ja, ey. Ist ja noch einer? Och, der steht da. Der steht da wieder auf. Ho, ho. Ja, sowas muss man belohnen. Aha, genau. Schon gemein, ne?
Ich finde das schon sehr cool, die so rumzuschmeißen. Normalerweise finde ich die total nervig, die Skelette, aber wenn man die so rumschmeißen kann. So, wir haben auch schöne Asche bekommen. Ja, Asche ist sehr schön. Eines Grabwächters. Der alte Mann begann als Knappe, der die Ausrüstung seines Meisters trug. Er endete als Grabwächter und trug sie noch immer. Das nenne ich Treue. Oder er hat sie einfach gestohlen und für immer behalten. Oder hat einfach nichts anderes. Ja, das kann auch sein. Also als Knappe. Ich meine, sehr viel Kleidung sieht man hier unten nicht. Nee. Ach ja, genau, da ist ja noch einer. Och Mensch, du. Sag mal, wie viele von euch sind denn hier unten? Hallo. Warum hat der überhaupt eine Sichel dabei? Hier gibt's doch gar kein Getreide oder was auch immer. Hä? Was soll er mit der Sichel? So. Oh, eine Krabbe. Hallo. Sag mal, lass mal die Krabbe in Ruhe. Genau, hier ist jetzt der Ball vernichtet worden und der hat gedroppt. Einen dunklen Edelstein. Ganz toll. Das ist das Schönste, was es gibt. Ja. Nicht so wie diese hellen Edelsteine, ey, das ist doch... Ja, der NPC-Invader kommt noch nicht. Der will auch nicht. Nee, schauen wir nicht. Der will da auch nie kommen. Hey, Mega-Ratte, ey. Sieht aber nicht sehr gesund aus, die Ratte, muss ich sagen. Nee. Da braucht man aber mal ein bisschen Tagescreme. Die hier auch. Obwohl, die sehen schon ein bisschen geschmeidiger aus. Ja. Ah, ich mag diese Ratskelette nicht. Genau, und... Yep, genau. Die guten Alten. Haben wir was Feuerriges dabei. Da naja, brennen. Aber Frostschaden ist ja eigentlich auch, ne? Ja, sieht schon ganz gut aus. Mhm. Verbrennen Sie bitte. Oh, es dauert nicht so lange. Dauern Sie bitte so lange. Das ist wie in Half-Life, ey. Immer an der Decke, da guckt man nämlich auch nicht hin. Ja. Man guckt selten an die Decke oder hinter sich. Oder vor sich oder links oder rechts. Ja. Aber wenigstens sind die sehr langsam. Gibt es hier immer noch diese Animationen, wo die einem wirklich direkt auf den Kopf fallen? Oder? Ja. Weil die sind ein bisschen träge geworden, habe ich so das Gefühl. Oh oh. Die sind aber ja, auch. Ja, klar, geil, da geht er drum rum, ne? Ist klar. Oh. Careful. Kommen. Ja, toll, das Knochenradschild. Siehst du mal. Das hat aber auch eine eigene Animation, das Knochenradschild, glaube ich. Ne? Das kann man auch so spinnen. Das kann sein, ja. Wenn ich mich recht erinnere. Ich benutze es ehrlich gesagt nicht. Ja, ich auch nicht. Ich hasse die Knochenrade. Ja, ich auch. Hey! Good day. Ich weiß nicht, wo hier noch überall diese Schleime sind. Where are you, Mr. Slime? Siehst du, die sind ein bisschen träge geworden. Ja. Aber gut. Genau, der hätte einen erwischt. Und der Kratos Blutring. Milchring und Blutring. Da habe ich doch lieber den Milchring. Dann ja. nehme ich es zurück. Weg hier. Ja, ja. Die alten Schleimis. Ist schon ein bisschen traurig, wie langsam die sind. Sehr beliebte Gegner. Jeder mag sie. Jeder mag sie. Ja, wirklich jeder. Aber nicht so beliebt wie der Rattenkönig. Ja. Oder die Rattenwache aus Dark Souls 2, die zwei Doppelbosse da. Ratten sind immer die besten. Hm. Oder hallo? Kristallsalamander. Ja. Tschüss. Alles klar. Ciao. Den Bug hatte ich schon mal irgendwo. In der Kathedrale des Abgrunds. Ha! Bekommen. Weg. Weg mit dir. This is Sparta. Mal drei. Goddammit. Ich habe keine Kraft in den Beinen. Nee, offensichtlich Don't skip nicht. Leg Day, da sagt man ja auch immer. Ja. So, jetzt mal eine Skelettenarmee hier. Ja, die kommt aber nur, wenn man über die Brücke geht. Ja, aber dafür sind sie auch da. Ja.
sind nur dafür da, dass man die Brücke zerstört. Wir nehmen natürlich den guten Weg. Nein, wir nehmen nicht den guten Weg. Doch. Gute Wege sind mir nicht sehr beliebt. Andri. Nein, leider nicht. Wo ist er denn? Da unten, ich sehe ihn. Nee, das ist er nicht. Doch, nee, definitiv. Nee, der sieht ganz anders aus. Ja. Der Speer von ihm ist länger, ne? Ja, ja. Hm. Was ist denn mit dir los, Andri? Siehst du das denn nicht? Hallo? Sie wollen nicht. Oh, oh. Doch, sie wollen. Kommen Sie bitte. Schneller, schneller, ihr sollt noch ein paar runter. Oh. Ach Mensch, voll schlecht getimed, ey. Ja. Nee, wir machen erst Woldi. Wir machen erst den Woldi. Ach ja, eine Minute Woldi. Ne, obwohl. Das sieht ganz schön aus. 30 Sekunden. Von den Farben. Er sieht schick aus, ne? Mag den lila Stich irgendwie. Hat er eigentlich nicht verdient. Ja. Das stimmt wohl. So. Haben wir schon besiegt? Nee, ne? Jetzt aber. Huch, das ist noch irgendeins ist noch runtergefallen. Ja gut, ist passiert. Okay, volles Leben, fast. Berühren Sie den Kelch. Ich will aber nicht. Nicht berühren. Berühren. Schön die Krone streicheln. Das ist schon sehr komisch, was er da macht. Schwarze Mist. Ich meine, du kommst hier in so einen Raum rein und dann ist da so ein Kelch und dann streichelst du den so ein bisschen und dann. Hä? Ja, dann kommt die Finsternis. Das ist ein bisschen seltsam. So hätte ich mir das nicht erwartet. Der Abgrund Volnirs. Uah. Oh oh, it's dark in here. Hey. Hi. Cool. Das macht nicht viel mehr Licht. Okay, dann wollen wir mal. Oh, das ist immer schlimm, wenn der dann hier... Dann knüppel mal los. Hi. Hey. Guck in die Kamera. Ja, ich muss sagen, aber das erste Mal war das ein cooler Moment. Oh, beim ersten Mal war es ganz schön gruselig. Beim ersten Mal war das so richtig so, wow, what the fuck. Der Abgrund, der ihn verfolgt, Volnir, der sich immer wieder nach oben zieht. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht. Nee, und wenn man hier, und hier unten ist dieser Abgrund, der ihn einfach die ganze Zeit verfolgt. Der ihn runterzieht und alles. Und wenn wir die Armbänder vernichten, wird er reingesaugt. Man kann ihn aber auch so besiegen. Also dann verschwindet er halt einfach wie so ein normaler Boss, der getötet wird. Ja, aber so ist es lustiger. Und einfacher. Ja, ist halt wirklich einfacher, ne? Weil man macht ihm nicht so viel Schaden. Die Klinge der Gerechten. Sieht auch geil aus, ja. Ja. Das ist halt wirklich kein schwerer Boss, ne? Außer der macht so einen Spurt nach vorwärts und nach vorne und der Abgrund macht dir dann den Schaden. Das zieht dann aber sonst. Es wäre vielleicht cool, wenn man bei dieser Form ihn zu besiegen. Ja, genau, das meinte ich. Genau, das meinte ich. Wenn er dann so einen Spurt nach vorne macht und einen dann am besten wie mich gerade noch so irgendwie umhaut und dann kriegst du den Dunkelheitsschaden ab. Dann erwischt er dich. Das ist das einzig Schwere dabei, finde ich. Aber sonst ist er wirklich halt super langsam und nicht schwer. Der alte Hund, jetzt musst du wieder hinlaufen. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder warten. Jetzt musst du wieder warten. Bitte. Wenn du schnell bist, kannst du, glaube ich, auch mit runter. Ah, kann sein, ja. Also, wenn du direkt dahinter bist, glaube ich. Ja. Hey, Redman. See you later, Redman. Ach ja. Ja, die Keulen sind da wirklich gut hier, ne? Die Keulen sind der Hammer, ey. Die sind der Hammer. Jetzt aber bitte noch ein bisschen besser timen mit den Skeletten, ja? Ja. Damit alle drauf sind. Du musst sie ein bisschen abhalten, so am Ende des... Ende der Brücke abhalten und dann erst zerstören. Ja, mal sehen. Jetzt geht es ab, Junge.
Kommt heran. Ja, der letzte dachte, ach nee, ich schaff's noch bis nach drüben. So, jetzt haben wir gelernt, jetzt berühren wir den Kelch natürlich nicht mehr. Aber dann geht die Tür nicht auf. Na gut. Hey! Uns nicht so wollen ja. Param. Pam. Pam. Param. Hören Sie bitte auf. Sie hochfürst. Hey. Sehr gutes Timing. Ich muss sagen, das gefällt mir. Loser, Junge. Er kotzt. Er kotzt nicht. Adios. Goodbye. See you later. Viel Spaß in der verdienten Dunkelheit. Tja, das war's für ihn. Hat er verdient. Wäre jetzt doof, wenn wir jetzt in der Dunkelheit hier stecken bleiben würden, ne? Naja, das fände ich ganz schön. Mir gefiel das eigentlich. Yeah. Das ist aber eine helle Dunkelheit. Ja, es gibt verschiedene Abstufungen. Hm. Es gibt hell-dunkel, es gibt dunkel-dunkel. Hell-dunkel und dunkel-dunkel. Kommen Sie herein! Heraus. Heraus. Wunderbar. Oh, was für ein Traum. Ja, da dauert die Cutscene ein bisschen länger, als ich es gedacht habe. Mhm. Aber das ist doch eine schöne Atmosphäre. Ja. Und wir haben wenigstens den Volnir besiegt. Obwohl genau. Er sehr wohlwollend war, haben wir ihn besiegt. Geht so. Ja, wieso? Also, wirklich was hat er ja nicht getan. Er hat uns angegriffen. Angegriffen. Wenn man so groß ist und dann sieht man das nicht unbedingt, ne? Wenn du irgendwo eine Ameise siehst, dann... kann auch sein, dass du aus Versehen drauf trittst. Mhm. Schwierig. So, Estus verstärkt. Verstärken Sie. Ja. Nein. Danke sehr. Nee, wir wollen ja sowieso ein anderes Ende haben. Jawohl. Was nehmen wir denn? Vitalität finde ich eigentlich mal ganz gut, so oft wie ich sterbe. Ja. Stärke geht immer. Stärke geht immer. Gut. The undead legion of Farron is a caravan of sworn by wolf's blood to contain. Der zieht nicht runter, wie er spricht. Gut, da waren wir schon lange. Vielen Dank für diesen nachträglichen Tipp. Ja, okay, das haben wir schon. Gaining Admission. Mhm. Ja, der ist halt so ein bisschen so wie Internet Explorer. Der hat schon die Qualität, aber nicht die Geschwindigkeit. Ja. Ich will den Ring nicht haben. Doch, doch, der ist ganz gut. Ich schmeiß ihn weg. Genau, hier haben wir noch Yuria. Gut zu wissen. Na gut. Na gut. Dann machen wir das so. Ja, okay. Gut, gut. Dann
kommt bald die andere Quest. Mhm. Cool. Ja, ich muss sagen, was machen wir denn jetzt? Am besten erstmal den, ich würde sagen, Horace ausschalten. Ja. Damit André nicht aus Versehen da noch irgendwie hingeht und dann nämlich da stirbt. Dann wäre die Quest nämlich vorbei, auch mit unserem dunklen Ende. Dann wäre es ein dunkles Ende für unser dunkles Ende. Ja. Und danach können wir dann nach Eretel. Oder wir machen halt noch den Dämonen-Lord da unten. Den alten Dämonenkönig. Wir können den alten Dämonen-Lord-König machen, ja. Lord-König? Den König-Lord. Okay. Alles klar. Aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.